Und wieder zurück bei einem neuen Part von Breath of the Wild. Und zwar sind wir immer noch in Richtung Kakariko unterwegs und wir sind näher denn je auf dem Weg nach Kakariko City. Aber bevor wir dorthin gehen, werden wir doch nochmal die guten Amiibos einscannen. Oder wie auch immer man das nennt. Ich nenne es mal einscannen. Aber zuerst sammle ich doch den Käse ein. Gib mir. Hey. Gib mir. Jawohl. So. Gib es mir. Was haben wir hier noch? Komische Pflanze und einen komischen Felsen. Bong. Feuerstein, her damit. Ja, zum Glück ist der Hammer doch recht stabil. So. Frag mich, ob man das Erz auch mit Bomben, ne, kaputt kriegt. Ja, kommt trotzdem. Okay, gut. Ich trinke schnell was. Ich muss mir noch irgendeinen guten Platz suchen, damit ich die Amiibos wieder einsetzen kann, ohne dass sie. Wow. Sieht das nice aus. Und dass sie wieder, was ist ich, durch die Gegend fliegen und alles auf ihrem Weg vernichten. Ist hier irgendwo noch. Ne. Ist hier irgendwo noch ein Erzbrocken, an dem ich die Bombentheorie ausprobieren kann? Oder hat sie es jetzt ausgeerzt? Gibt es jetzt kein Erz mehr für den Rest meines Lebens? Alter, das sieht ganz schön gut aus sogar. Meine Herren. Da klettere ich auch mal kurz hoch. Da ist ein komischer Vogel. Da fängt sich jetzt auch eine. Na komm. Na komm. Jawohl. Oh. Noch mehr Vögel. Achtung. Vogel, ich komme. Hier oben ist. Nichts. Geil. Was ist das? Grafikbox. Ja, so habe ich es am liebsten. Nichts finden außer Grafikbox. Ist hier irgendwo noch was? Nö. Okay. Und abwärts. Der Gleitsegler ist schon geil. Flupp. Oh fuck. Die Fetten. Komm mit meinem Gaul. Was ist dann? Was ist das? Billig Deko Tree. What the fuck? Oho. Hallo. Machonus. Du! Du kannst mich sehen? Ich sehe dich nicht. Ich sehe dich. Toll, toll, oh. Ist schon 100 Jahre her, dass mich jemand gesehen hat. Okay. Ich bin Maronus. Ich brauche unbedingt Hilfe, aber niemand konnte mich sehen. Bitte, bitte hört ihr meine Geschichte an. Meine Lieblingsrasseln. Die Monster haben sie versteckt. Okay, du Progeli-Kopf. Sie sind hinter dem Felsen dort. Oho, ohne sie kann ich meine Kräfte nicht einsetzen. Oho, daher bitte ich dich. Bitte hol meine Rassen von ihnen zurück. Die einzig wahren Rasseln. Okay. Ah, dann mache ich das. Mache ich das für meinen bärtigen, nackten Freund. Bärtiger, nackter Baumrindenfreund. Kann ich jetzt sagen? Wir sind echt relativ nahe mittlerweile an Kakariko. Ich pretzel da jetzt einfach rein von vorne. Ich kenne da nichts. Gibt krassen Kampf jetzt. Ja, mit meiner Meisteraxt. So. Wo seid ihr? Ihr Lümmel. Ihr Rasseldiebe. Wo sind lauter Schwarze? Okay, ich brauche Heilung. Das und das und. Röstbarsch. So, das muss reichen. Aua. What the fuck? Da hab ich einfach aus der Luft gefischt und ich roll den Berg runter. Hä? Was macht ihr jetzt? Alter. Komm. Was ist? Das mit dem Ausweichen? Ich verstehe das nicht. Wie das jetzt wirklich funktioniert.
vorhin hat es funktioniert wieder und manchmal funktioniert es auch und irgendwie manchmal funktioniert es nicht und da rollen die Bock den Hörner weg. Bleibt hier, ihr Hörner, ich will euch haben. Nein! Alter, sind die fix, was ist denn da los? Okay, die nächsten kommen mir wahrscheinlich auch entgegen. Ja, und da läuft einer einfach cool und gemütlich durch die Gegend. Ach, die Morgensonne. Ho, oh, Bukri! An Regentag ist es beinahe unmöglich, ordentlich zu klettern. Selbst für einen alten Hasen wie mich. Ja, du alter Sack. Am besten wartest du ab, bis sich der Regen gelegt hat, sonst müsst du dich nur unnötig ab. Stimmt. Übrigens, ich spiele auch einiges zum Verkauf an tolle Sachen, die ich auf meinen Reisen aufgesammelt habe. Zeig mir die Waren. Zeig mir den guten Stoff, Mann. Das hier ist mein Verkaufsschlager. Zutaten, die die Ausdauer verbessern, sind das A und O für jeden Reisenden. Hau ab. Und jetzt kannst du dir nicht irgendwas gebrauchen. Na, hau ab jetzt, Dip. Du brauchst mich ganz anzukritzen, Gig. So. Da ist noch einer. Da ist noch eins. So, kann ich mich irgendwie cool anschleichen? Fuck, da hockt jetzt schon wieder und jetzt bin ich hier oben. Drei schwarze. Das mit dem Ausweichen verstehe ich nicht. Und du kannst auch irgendwie mit dem Schild. Was am Anfang mal. What the fuck? Kommt da aus dem Busch einfach nur ein Ast raus und sticht mir ins Auge. Du kannst auch mit dem Schild irgendwie blocken. Das, was ich am Anfang gemacht habe, ist ein Block. Ich habe irgendwie aber nicht gecheckt, wie man den benutzt. Anscheinend ist das alles etwas seltsam in der Benutzung. Au, ab lange. Zack, puh, frei. Also das ist wahrscheinlich eine reine Übungssache. Würde ich mal einfach fresh behaupten. Dass ich da wahrscheinlich einfach ein wenig üben muss, bis ich das richtig raus habe, wie ich was wann machen muss. Maronus Rassel. Maronus liebt seine Rassen über alles. Schon im Alter von 2 Jahren schüttelt er sie begeistert hin und her. Ja, ich habe auch schon mit Jungalter begeistert was hin und her geschüttelt bei mir. Das war keine Rassen. Oh nein. So. Ich spreng mir die Kisten weg, bevor ich schon mehr dummes Zeug babbel. Kabüm. Schauen, was darin ist. Oh, was war das? Holzpfeile, jawohl. Und Äpfel. Nom nom nom. Sehr lecker. Gut, ja, bring mir doch den nackten Kerl mal unsere nackten Tatsachen. Wobei, eigentlich mal keine dumme Idee. Ich habe gelesen, dass verschiedene Leute verschieden darauf reagieren, wenn man nackt ist. Aber bis jetzt hat auch keiner reagiert. Reagierst du? Ein topazfarbener Tag, hallo. Huch, entschuldige bitte, ich hatte einen schönen Tagtraum, deshalb habe ich dich nicht gleich bemerkt. In meinem Tagtraum ging es um wunderschöne funkelnde Rotonide und Saphire. Ich dachte schon, es geht um mich. Ihr müsst wissen, diese beiden kann man nämlich besonders zu besonderen hohen Preisen verkaufen. Von allen Edelsteinen eignen diese sich am besten zum Verkauf und für schnelle Geld. Entschuldige nochmal bitte, immer wenn ich an Edelsteine denke, gehen die Pferde mit mir durch. Oh, Verzeihung, ja, du gehst gern mit den Pferden durch, ja? Kann ich das so reden? Nö. Da reagiert gar keiner, das ist voll gelogen. Rasseln. Du Rasselbande. Oh, das. Das sind meine Rasseln. Bitte gib sie mir. Bitte, bitte, bitte. Da. Voll aus dem Arsch rausgezogen. Der Arsch. Das hast du im Arsch gehabt, Link Langer. Wow. Ich bin jetzt so glücklich. Hohoho. Aber meine Rasseln. Sie stinken so seltsam auf einmal. Warum? Die Krogs am Inneren sind fort. Jetzt klingeln sie nicht mehr so toll wie früher. Du kriegst die Samen. Wenn ich nur einen Krocksam hätte, könnte ich singen, tanzen und meine Kräfte nutzen, um dir zu danken. Zum Beispiel könnte ich dir deine Tasche... Oh! Ist doch voll cool. Die Kinderswalze haben die Krocksam aus den Rasseln stibitzt. Und all das, während ich nach meinen Rasseln gesucht habe. Oho. Ohohoho, dieser Geruch. Ja, wie gesagt, die Rasseln, die kommen von einem speziellen Ort. Aus Link. Du! Naja, ich habe immer Samen bei mir. Ich schlepp immer Samen mit mir rum als Mann. Du hast Krocksamen von den Kindern des Walds erhalten. Wenn du mir einen Krocksamen gibst, vergrößere ich dir zum Dank eine deiner Taschen. Vergrößerst du mir die Tasche? Sag mal was. Also, es sind gerade sehr viel Platz für sehr schmutzige Witzeln. Oh, fein, fein. Also, welche Tasche soll ich denn vergrößern? Waffentasche? Schildtasche? Tohohol. Komm schon, tanz mit und los geht's. Alles klar, ich tanze. Ich wollte gerade anfangen zu tanzen, wie schnell ging das, Mann? Nur ein Platz? Ja, kriegst du jetzt pro Samen einen Platz, oder was?
Oder werden es immer mehr? Oh, sieh nur, die Waffentasche ist jetzt größer. Oha. Oha. Oho, das ist ja noch mehr krocksam. Die Flasche ist ja leer lange. Wie soll ich denn daraus trinken? Schon viel besser. Du hast ja noch mehr krocksam. Lass mich deine Taschen vergrößern. Oh. Nein, nicht BA. Ah ja, komm. Freund. Oho, du möchtest, dass ich deine Tasche vergrößere. Die einzige war rasend geschafft. Oh. Und du hast Krocksamen, gut. Dann werde ich mich jetzt so gleich an deine Taschen annehmen. Mach. Okay. Damdattel da. Geil. Oh, sieh nur, die Bunkertasche ist jetzt größer. Oha. Oh, jetzt schon so spät. Ich muss zurück nach Hause, bevor Großer sich Sorgen macht. Oh, tut mir leid. Muss los. Krocksamen kann ich auch immer noch gebrauchen. Also bring sie zum Wald des Krocks. Wald des Krocks? Wenn du welchen findest. Nix. Fuck. Jetzt. Oh, hätte ich lieber meine scheiß Schildtasche vergrößert. Wie wusste denn, dass er sich einfach verpisst auf einmal? Der alte Krox, das muss nördlich von hier sein, das muss. Großvater hat immer gesagt, wenn du dich verlaufen hast, folge dem Heiliger Fluss nach Norden. Genau das hat er gesagt, also muss es stimmen. Oho. Du willst immer noch plaudern? Nee, lange. Wiedersehen. Nach Norden, ne? Hier. Okay. Okay. Gut, wo ist mein Pferd? Das war, glaube ich, die erste Sidequest, die wir jetzt gemacht haben. Interessant, ah, das ist mein Pferd. Ey, renn dann weg, komm her. Ich will noch irgendeinen Platz finden, wo ich die Amiibos benutzen kann, bevor der Part rum ist. Es sieht so aus, als müsste ich echt da hoch. Eigentlich müsste ich mal auf die Berge klettern. Da sind Sachen. Ich kann hier noch nicht hoch. Ich muss mir die Berge noch anschauen. Nee, dann mache ich das hier drin. In diesem ehemaligen Bock, den Lager, mache ich das einfach. Da ist auch genug Platz. Das geht schon. Ja, das mache ich gut. Also, oh, noch was. Apfel. Zeit wieder für Amiibos. Wir fangen mit der Ocarina of Time Link an. Oh, halt. Ups. Fleisch, 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 Truhe und. Oh, Pfeile, geil. Fleisch. Eispfeile, 5. Gut. Fangen wir doch mal mit dem. Fangen wir, ja. Geht's so mit dem. Alter, wo ist denn das Ding? Geht's mal mit dem Pfeil-Link weiter? Na komm. Auch Pfeil-Link, mach mich stolz. Yeah, lauter Lebende. Das war auf den Fisch gefallen, was soll denn das? Schwertschnapper. Ein temperamentvoller Seefisch. Als Kopfstand steigt er die Aggressivität und sogar die Angriffskraft. Jawohl, lange. Da muss Link erstmal ein Anti-Aggressionstraining. Frostforelle, blaue Forelle, die kaltes Wasser mag. Okay. Ihre Haut enthält kühlende Partikel und als Kurzsatz steigert sie die Widerstandsfähigkeit gegen Wüstenhitze. Cool. So. Her damit. Was haben wir hier? Oh, Ritterbogen. Geil. Dieser Bogen verwendet die Ritter von Hyrule. Es liegt hervorragend in der Hand und ist dank des starken Metalls sehr robust. 1A. So, als nächstes Sheik. Wie gibt es bei Sheik immer Pilze? Soll mir das irgendwas sagen? Schon wieder Goshen-Schild. Hätte ich doch jetzt mal meine abgefuckte Schildtasche vergrößert, aber nee. Naja, ich bald mein Einsoldatenschild behalte ich. Ist schon in Ordnung. Gut. Das nächste ist dann unseren Ocarina of Time Link. Was gibt's bei dem wieder? Lecker Frühstück. Palmfrucht und Pfeil und eine Eichel. So, was gibt's? Elektropfeil. Also diesmal ist die Ausbeute nicht so großartig. Nutzen wir mal Zelda.
Zelda mag. Oh Gott, das Gemüse fliegt rum. Zelda mag anscheinend Gemüse. So, was droppt die Kiste? Jawohl, Link, jawohl. Opal. Echt nicht so doll die Ausbeute diesmal. Die Reiter-Link-Figur. Noch mehr Pilze. Was wird jetzt gedroppt? Noch mehr Eispfeile. Okay. Die Gandalf-Figur. Wie du düt? Wieso gehen manche nicht? Ah, okay, manchmal geht's, manchmal nicht anscheinend. Wow, Bats. War nicht schlecht. Hör damit. Hör damit. Okay. Was in der Truhe? Noch ein Opal. Er hat so. Nicht so eine großartige Ausbeute heute. Na komm. Die letzte Figur. Denn der geile 8-Bit-Link. Na komm. Komm. Komm schon. Beeindruckt mich. Jawohl. Was? Was gibt's jetzt? Hoffe ich was Cooles noch. Wenigstens etwas Cooles. Klingt nicht so. Noch mehr Elektropfeile. Schade. Nix. Gar nix. Ich habe niemanden mehr, wo ich einlösen kann. Nee. Schade. Nicht so cool. Okay. Naja. Flup. Hoffen wir wenigstens, dass noch ein paar Rubine oder sowas hier dabei sind. Alter. Fuck, das ganze Zeug ist runtergefetzt. Boah, ein Fuffi. Ey. Geil, Fuffi. Hör damit. Yeah. Nice. Das nehmen wir mit. Da liegt noch ein 1er Rubin jetzt. Hier liegt noch ein Pfeil. Hier liegt ein Rubin. Da liegt noch ein Rubin. Ey, was ist los? Nein, was zum? Was machst du? Was ist los jetzt? Was zum? Wie ist ein Affe springt da durch die Gegend? Das eine Fass hier, das nehmen wir schon mit. Keinen kommen. Boom. Es hat einen Pfeil gebracht und einen Apfel. Sehr gut. So. Jetzt ziehe ich mich erstmal wieder an hier. Kopf, Hose, Gewand. Ja, das war alles. Das stört mich jetzt, dass ich die Taschen, die Schildtasche nicht vergrößert habe. Ich dachte echt, da bleibt noch dort. So ein Mist. Das war jetzt nicht so cool. Aber warte mal, ich habe jetzt noch eine Waffentasche frei. Dann nehme ich schon wieder einen guten alten Bockstock mit. Jawohl. Bockstock. Gleich mal ausrüsten hier. Den guten Bockstock. Oh. Ah, aber. Der Part ist noch nicht rum. Also, ich würde sagen, ich kletter doch jetzt noch den Berg hier hoch. Aber am besten wahrscheinlich nicht von hier aus, sondern von irgendwo aus, wo ich schneller und leichter hochkomme. War ich auf dem Berg da? Ich glaube, auf dem Berg war ich nicht. Okay. Bergsteigzeit. Der Berg ruft. Mal wieder. Der Berg ruft. So. Gucken wir doch uns nochmal das Gebirge an. Klettern wir etwas auf den Alpen umher. Hier ist nichts. Kann ich von hier aus irgendwo großartig hin? Ich kann hier einfach nur rüber. Flupp. So. Hier noch hoch. Auf Link. Du packst es. Hoffentlich. Nicht so wie vorhin. 20 mal runtergerutscht. Hatte die. Es sieht zwar nicht nach viel aus, aber die Klettergeschwindigkeit ist doch schon um einiges beeindruckender wie vorher. Also die Excel-Kopftuch-Scheiße da, die lohnt sich schon. Die ist schon nicht so zu verachten. Ah, der Part ist jetzt rum. Toll. Ich bin gerade mal auf zwei Berge geklettert und der Part ist rum. Das hier ist ein anderes Gebiet. Das interessiert mich nicht. Darüber fliege ich noch. Also ich kletter noch ein bisschen rum. Damit im nächsten Part wirklich mal endlich Kakariko in sich kommt. Aber wir haben ja jetzt Wochenende dann. Morgen ist Freitag. Der, keine Ahnung, der 17. oder was oder wo, mit Ziege oder der 16. oder. Ne, müsste das 17. sein. Also da am Wochenende habe ich dann natürlich Zeit, um
ein bisschen mehr zu spielen. Wobei ich noch ein paar Brutal Doom Parts aufnehmen will. Oder muss. Ich will, dass das Brutal Doom endlich weg ist, damit ich schon mal ein paar andere Sachen noch spielen kann. Ich habe noch ein paar Ideen, die ich gerne machen würde, bevor. Bevor? Wie bevor? Wo wollte ich denn eben hinaus? Worauf wollte ich denn eben hinaus? Einfach nur, ich wollte noch ein paar andere Sachen machen. Nicht nur Doom und nicht nur Zelda hier. Was ist denn das? Ach, die Vögel. Also, dass halt einfach wieder ein bisschen mehr Facettenreichtum in die Videos hier kommt oder in den Kanal hier kommt. Es soll ja nicht nur. Oh. 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 Es sollen ja nicht nur Let's Plays hier auf dem Kanal hochgeladen werden. Ich werde auch natürlich Walkthroughs und weiterhin machen und da, wir sind dort. Okay. Ja, wir sind dort. Ich werde natürlich weiterhin Walkthroughs machen. Und oh Scheiße, Hilfestellungsvideos und sowas. Und ich habe auch vor, in Zelda-Teilen sowas wie Herzteile-Parts und sowas zu machen. Also, dass man sieht, wo welche Herzteile sind und sowas. Dass es einfach nicht so eintönig auf dem Kanal wird. Nicht nur Action-Adventure, nicht nur Shooter, sondern all mögliche Spiele und all möglichen Scheißen. Ich werde auch noch andere Sachen hochladen. Also ich habe da schon ein paar Pläne, um eben den Kanal etwas interessanter, soll ich es interessanter nennen? Interessanter. Dass der Kanal einfach etwas interessanter für eine größere Gruppe von Leuten ist. Manche Leute mögen keine Let's Plays, die haben Walkthroughs lieber. Manche Leute mögen Walkthroughs weniger und haben Let's Plays lieber. Also deswegen, ich versuche einfach etwas facettenreich die ganze Geschichte hier abzuwickeln. Und man hört Lieder. Was ist das? Wo ist jemand hier jetzt? Was ist das? Okay. Das sieht irgendwie aus, als. Was ist das Vieh? Guck mich das an. Kann ich das abballern? Das sieht aus, als hätte es irgendwie, als wäre das hier irgendwie ein Dungeon. Bin ich überhaupt noch in dem Gebiet? Ja. Ich guck jetzt mal noch, ob ich das Vieh irgendwie abballern kann. Oh, Scheiße, dann komm. Das ist ein komischer, glänzender, leuchtender Hase und er ist weg. Mist. Hab ich verfehlt oder kann man das Vieh einfach nicht treffen? Das ist jetzt die Frage natürlich, die sich stellt. Gute Frage. Aber das hier ist jetzt alles ein anderes Gebiet. Was ist das? Oh, okay. Pff. Also das interessiert mich hier alles noch nicht. Aber wir sind in Kakariko. Wir haben es gepackt noch. Wir haben es echt noch in der Aufnahmesession gepackt. Der Part ist rum. Ich suche mir jetzt noch eine coole Stelle, an der ich den Part beende. Ui, wie sieht's denn hier aus? Oh. Da war wieder das Vieh. Okay, interessant. Was ist dann? Ob das der Krogwald hier ist oder was? Kann es sein? Da ist wieder das Vieh. Anscheinend sind hier mehrere von den Viechern. Interessant. Interessant. Die Frage stellt sich aber trotzdem, was ist es da hinten für eine seltsame Plattform? Es sieht aus, als müsste man da eine Kugel reinlegen und dann lädt sich irgendwie ein Dungeon oder was öffnen. Mal schauen, ob ich hier noch eine Kugel finde. Oder irgendwas in der Art. Okay. Oh, was hat das? So ein Glühwürmchen, okay. Es hat einen sehr asiatisch klingenden Sound hier irgendwie. Ich kann nicht sehen.
Okay, egal. Aber in einem Wald scheint nicht viel zu sein. Außer eben asiatische Musik. Nehmen. Okay. Ne, hier scheint echt nicht viel zu sein. Hier ist auch nichts. Ich kann nichts sehen. Aber ich bin interessiert, was das für Viecher sind. Da sind schon wieder welche. Seht ihr es noch hierher? Es zählt noch in das Gebiet. Wo ist er? Ich hab's getroffen. Kakariko. Oh, wir sind angekommen. Ist da was gedroppt? Geld. Ah, das sind so Geldviecher, willst du mich verarschen? Ernsthaft? So wie früher, wenn man die Viecher batscht, dann droppen sie einfach immer weiter Geld. Das ist alles. Hab schon auf irgendwas Mystisches und Cooles gehofft. Nee. So ein Fuck. Aber das zählt anscheinend hier alles noch in das Gebiet. In das Gebiet, wo ich erkunden will. Okay. Interessant. Ist hier was? Nö. Zählt es noch? Es zählt anscheinend echt noch. Da ist eine Fee. Da sind lauter Feen. Sie rennen weg. Sie fliegen weg. Oh, schon wieder Blutmond. Will schon verarschen untersuchen. Du, junger Mann. Bitte höre mich an. Aber gern. Ich bin die große Fee Kotura. Hier war früher eine wunderschöne Quelle. Doch im Laufe der Jahre spendeten die Leute immer weniger Rubine und ich habe. Ah, was? Ich bitte dich selbst ein kleiner Betrag, hilft schon. Deswegen sind jetzt so viele Rubinviecher. Wenn du Rubine hast, bitte gib mir welche. Ich brauche nur 100 Rubine. Wenn meine Kraft wiederhergestellt ist, wird er auch dir zugutekommen. Wo, was du? Nun, wenn du Rubine hast, dann gib sie mir schnell. Ist die Rubinspenderfee und die komische Klohand auf einmal jetzt, oder was? Um meine Kraft wieder zu langen, brauche ich schon eine Rubine. Da, Schlange. Nimm. Ich bin reicher Schnüll, Alter, gierig. Und das Ding schließt sich wie ein Arschloch, was denn das? Danke, mein Retter. Was passiert da drin? Okay. Oh Gott, was ist denn das jetzt schon wieder? Sieht doch nicht so schlecht aus. Ah, geiles Lied. Classic, jawohl. Kultura. Was für ein Gefühl. Nach all der Zeit ist wieder frische Luft. Ich schulde dir was. Bei dir habe ich meine Kraft wieder erlangt. Mal sehen, wie ich mich ravagieren. Mal sehen, wie ich rangieren kann hier. Ich weiß, ich könnte deine Kleidung verstärken. Ich brauche nur das passende Material. Ich habe dir eben 100 Rubine gespendet. Jetzt willst du noch mehr von mir? Das Verstärken selbst mache ich umsonst. Sollen wir es mal versuchen? Ich habe genug Kraft, um deine Kleidung ein klein wenig zu verstärken. Lieber nicht. Gehst du schon? Dann bin ich wohl wieder allein. Bis später. Bis dahin. Okay. Weiß nicht, ob ich die so verstärken soll jetzt. Du bist es, sei gegrüßt. Soll ich deine Kleidung verstärken? Ich habe genug Kraft, um deine Kleidung ein wenig zu verstärken. Was heißt es jetzt? Kann ich einen Teil verstärken oder verstärkt die alles und. Oder wie ist das? Weil nicht, dass ich jetzt irgendwie. Ich hätte gerne ein Set und kann das Set dann nicht mehr verstärken, weil ich jetzt irgendeinen Scheiß verstärke. Aber ich probier's einfach mal aus. Verstärken bitte. Aha, also so. Was soll ich denn verstärken? Du kannst die Sets nicht verstärken. Ach so, du brauchst. Ah, du brauchst Equipment. Ich habe keinen Toppers. Du brauchst Equipment, du brauchst Ding. Du brauchst so Zeug. Und das ist ein Spuck in Ordnung. Dafür ist das Zeug. Das ist cool. Nicht verstärkbar. 100. Halt die Hose. Es hat dann 5 Rüstung. Ah, okay, das steigert die Rüstung einfach nur.
Nö. Lass gut sein. Ja, ich verzisch mich. Ja, du bist allein. Ich denke, ich beende den Part aber hier jetzt, bevor ich noch weiter erkund. Wir sind in Kakariko angelangt. Wir haben irgendeine komische Fee entdeckt. Was will man mehr? Schön hier irgendwie. Also dann, bis die Tage. Wiedersehen.